Der traditionelle politische Aschermittwoch der FPÖ im oberösterreichischen Ried im Innkreis geriet einmal mehr zur eindrucksvollen Demonstration freiheitlicher Geschlossenheit. Die Jahnturnhalle war bis auf den letzten Platz besetzt. Volksfestcharakter und ein klares Bekenntnis zu Österreich. Das war der politische Aschermittwoch der FPÖ in der Rieder Jahnturnhalle. Pointiert und direkt war zu Beginn die Ansprache des oberösterreichischen Parteichefs und Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Heimbuchner. Und wir haben in diesem Bundesland viele FPÖ-Parteimitglieder mit einem Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien, die sagen, wir haben gearbeitet in diesem Land, unsere Kinder großgezogen, wir haben uns angepasst, wir lieben dieses schöne Rot-Weiß-Rot. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und wir mit den anderen nichts zu tun, liebe Freunde. Und jeder fleißige Einwanderer ist mir auch 10-mal lieber als arbeitsscheue Studenten, die 30 Semester lang Genderwissenschaften in Wien studieren, liebe Freunde. Ich kenne so viele anständige Sozialdemokraten, ältere Sozialdemokraten, mit denen ich gerne ein Glas Bier trinke, eine Flasche Wein, mit denen Tennis spielen tue. Anständige Menschen. Ich möchte das hier festhalten. Und das ist ein Wahnsinn geworden in unserer Gesellschaft, dass man nicht mehr miteinander redet, dass man sich nicht mehr zusammensitzt, dass man einmal 5 Grad sein lässt, liebe Freunde. Und das kommt von diesen Moralisten, von diesen Linken, von diesen Linksintellektuellen und Linksradikalen und Linksextremisten. Die spalten diese Gesellschaft. Wir hier sicher nicht, liebe Freunde. Wir tun das nicht. Wir tun das nicht. Wir sind übrigens Nummer 1, nur dass ihr es wisst, im Unterschied zu den Grünen Fantasten, mit freiheitlicher Verantwortung, Nummer 1 bei den erneuerbaren Energieträgern, Nummer 1 bei Wasserkraft, Nummer 1 bei Photovoltaik, Nummer 1 bei Biomasse, liebe Freunde, das alles unter freiheitlicher Verantwortung, nicht unter den Kryptokommunisten, liebe Freunde, und das mit marktwirtschaftlichen Elementen. Nur damit man das, wo sind die anderen, die Grünen? Nichts bringen sie zustande außer Chaos, liebe Freunde. Wir bauen Zukunft. Und wichtig wäre es gewesen, dass der Norbert Hofer Bundespräsident geworden wäre, liebe Freunde. Das wäre wichtig gewesen für dieses Land. Gegen 20 Uhr trat Bundesparteiobmann Herbert Kickl ans Rednerpult. Zu Beginn der Ansprache begrüßte er die, wie er sagt, anwesenden Wahlkampfhelfer der Einheitspartei, bestehend aus ÖVP, Grüne, SPÖ und den Neos. Und ganz, ganz herzlich begrüßen möchte ich natürlich auch die Wahlkampfhelfer der anderen Parteien, die hier in der Halle sind. Und da kenne ich einige persönlich und deswegen möchte ich auch den einen oder anderen namentlich nennen. Herzlich willkommen in Ried, lieber ORF, geschätztes ATV, geschätztes Puls 4, lieber Standard. Und wie die Mainstream-Medien heute alle heißen. Das muss man nämlich wissen, dass ohne diese Medien ÖVP und Grüne und SPÖ ja keine Minute mehr selber aufrecht stehen könnten, geschweige denn irgendeinen Schritt nach vorne kommen. Das ist ja denkunmöglich. Also liebe Mainstream-Medien, ihr seid Herzschrittmacher, Sauerstoffzelt, Defibrillator und Rollator in einem für die Einheitspartei. Ja, so ein Ding. Angesichts der grünen Kriegshetze im Ukraine-Konflikt meinte Kickl: Liebe Grüne, schmeißt euer Geld zusammen, kauft euch ein paar schöne Panzer, rüstet sie um auf Elektroantrieb, streicht es an in Regenbogenlackierung und repräsentiert es und verteidigt damit die Werte des Westens. Aber nicht bei der Pride Parade da in Wien am Ring, sondern in der Ukraine, bitte schön. Wenn schon, denn schon, liebe Freunde. Wenn schon, denn schon. Wenn das angeblich so unmoralisch ist, nicht neutral zu sein in diesem Krieg, wie die immer sagen,
Ja, wenn das so unmoralisch ist, dann ist es aber konsequenterweise auch total unmoralisch, wenn man andere für seine eigenen Werte kämpfen und bluten und sterben lässt. Und da sind wir dann wieder bei der Konsequenz, die den Herrschaften fehlt. Also was ist los? Angetreten, ihr linken Schreibtisch-Rambos. Die ukrainische Legion wartet auf euch. Die nehmen euch mit Handkuss und wir sind froh, wenn wir euch los sind. Auch in Richtung ÖVP hat Kickl eine klare Botschaft. Überall sind sie mit dabei. Bei den Milliarden für die Ukraine, beim Ausbau des Zentralismus. Überall sind sie mit dabei. In der Wirtschaftspolitik, da haben sie sich eingehängt mit den anderen und mit der EU-Kommission. Und da haben sie sich mit Haut und Horn dem Ökokommunismus verschrieben. Das ist ja nichts anderes, was da aufgeführt wird. Zentral gelenkte Planwirtschaft unter dem Deckmantel des Umweltschutzes. Kommunisten sind das, liebe Freunde, und die ÖVP ist dabei und ruiniert unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand. Wo stehen denn die gesellschaftspolitisch? Wo stehen denn die? Beim Gendern, beim Regenbogenkult, bei der Zerstörung der Familie, bei den 27 Geschlechtern, bei den Dreckqueens im Kindergarten, in den Schulen und im Parlament. Überall sind sie mit dabei. Die haben den Terror der Intoleranten zu ihrer eigenen Sache gemacht. Ja, da möchte ich nicht einmal anstrafen, liebe Freunde. Zurückdrängen werden wir den ganzen Wahnsinn, wenn wir den Regierungschef stellen. Ihr könnt euch erinnern, bei Corona brauche ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Nur eines, die sollen jetzt nicht so herumtun, weil ich das Wort Fahndungsliste in den Mund genommen habe für diese Verantwortungsflüchtlinge. Das waren diejenigen Leute, die auch ihre Fahndungslisten gehabt haben. Und da sind draufgestanden Schulkinder ohne Masken, Frauen, die vielleicht das Falsche im Einkaufstaschel drinnen gehabt haben, Ungeimpfte und so weiter und so weiter. Und jetzt werden sie auf einmal zimperlich. Liebe Freunde, nicht mit uns. Die werden wir politisch zur Verantwortung ziehen. Ein freiheitlicher Volkskanzler steht dafür. Das gebe ich euch schriftlich. Und wir haben recht auch mit unserer Kritik an der Europäischen Union, am Zensursystem, das dort ausgerollt wird, an der Bargeldabschaffung und an diesen Milliarden und Billionen Geldern, die da in die Ukraine verschoben werden. Als Dankeschön dafür, dass uns die Herrschaften die Nord Stream in die Luft gejagt haben. So blöd muss da erst einmal sein, liebe Freunde. Schluss damit! Schluss mit diesem Wahnsinn! Das ist ja alles nur mehr verrückt. Wir hoffen, dass wir das Jahr der Wende haben und dass mit der Nationalratswahl eine Wende für Österreich eingeleitet wird. Nicht für die Freiheitliche Partei, sondern für die Menschen, für die Jungen, für die Alten, für die Familien, für die Fleißigen, auch für denen, denen es nicht so gut geht, dass wir da ansetzen, wie gesagt, zu einem Befreiungsschlag und dass wir es wieder richten, nämlich genau diesen Scherbenhaufen wegräumen, den die anderen jetzt verursacht haben und dass dann wieder eine Freude ist, in den Tag zu starten. Und genau dafür arbeiten wir, dafür leben wir, dafür kämpfen wir und genauso werden wir das anlegen. Denn ich denke, es ist höchst notwendig, dass wir endlich einen Wechsel schaffen in Österreich. Und ich glaube, das haben wir auch heute hier wieder beim Aschermittwoch eingeleitet und eingeläutet, diesen Wechsel. Und heute haben Sie unsere beiden Parteispitzen, der Manfred Einbuchner und der Herbert Kickl, absolut übertroffen. Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen und eine Pointe nach der anderen gezogen. Und ich glaube, das war genau das, was wir benötigt haben. Eine klare Botschaft nach innen und nach außen. Wir wollen einen Wandel, wir wollen einen Wechsel. Und der Herbert Kickl ist unser Volkskanzler. Und der wird für den positiven Umschwung für uns Menschen in Österreich sorgen. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Jeder, der ein bisschen ein Gespür hat für die Gesellschaft, der sich in der Gesellschaft bewegt, reißen bei den Leuten, der sieht, dass die Leute mit den Parteien, die bis jetzt da gewirkt haben, nicht zufrieden ist. Es ist komplett wurscht, wo du bist, du spürst das. Das ist allein schon für mich ein Indikator, dass ich weiß, wir sind am richtigen Weg. Und der Herbert Kickl spricht es an und das ist alles, was er sagt, Kopf weghatscht, alles super, wirklich, also gibt es nichts. Ja, 2024 ist aus dem Grund die Zeitenwende für eine bessere Zukunft, weil jetzt haben uns so viele Leute so lange gesagt, wie es nicht geht. Und jetzt müssen wir sagen, das geht. Und das relativ rasch, weil das noch ein bisschen was über ist, was wir retten können. Also Rettungsaktion, FPÖ wählen und dann können wir eine gute Zukunft schauen. Herbert Kickl ist ein Garant für übervolle Hallen. Die Jahnturnhalle da in Ried im Innkreis hätte sicherlich ums Dreifache größer sein können, wäre sie auch
brechend voll gewesen. Also es war wieder eine Pointe nach der anderen, das leider keine Pointe war, sondern tatsächlich die Wahrheit, was da verbockt wird aus dem komplett links-linken Lager. Für Österreich schaut es nicht gut aus, wenn Herbert Kickl nicht massiv die Wahlen gewinnt im heurigen Jahr. Ich meine, die Umfragen sind grandios, dann das Event heute ist grandios. Und ich sage es euch ehrlich, ich glaube, wenn wir an Herbert Kickl im Bundeskanzleramt haben und er als Volkskanzler einmal die Finger in die Wunden reinlegt, die richtig wedern, dann werden wir Freiheitliche wieder mal für Recht und Ordnung sorgen. Es ist einfach schön, dass jetzt ein Mann aus Volkesmitte da ist, der sich auch Volkskanzler nennt und authentisch wirkt mit dem, was er sagt. Und ich glaube schon, dass man ihm auch zutrauen kann, dass er das auch umsetzt und die Performance, was er da auf der Bühne immer wieder zeigt, auch auf die Straßen bringt. Und wenn es einer schafft, dass er das Radl umdreht und zur Ruhe umreißt, dann ist das hier der Herbert Kickl. Naja, wenn man sich die politische Diskussion so anschaut, dann spürt man auf jeden Fall mal die Angst vom politischen Mitbewerber, gerade von der ÖVP. Aber ich muss sagen, recht glaubhaft ist es nicht, weil mittlerweile kopieren sie unser Programm, sie kopieren unsere Veranstaltungen und naja, sie werden ja trotzdem nicht gewählt. Ich bin schon gespannt, was der Neher mir das nächste Mal kopiert. Vielleicht rennt er mit einer Herbert Kickl-Maske umeinander, aber man wird sehen. Die Leute müssen eines wissen. Wenn sie die FPÖ nicht wählen, wird sie nichts ändern. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein, was wir machen. Das ist im Leben einmal so. Aber nur wenn man die FPÖ wählt, mit Herbert Kickl, mit uns, dann wird sich etwas ändern. Und das wünsche ich mir für unsere Heimat, damit wir positiv in die Zukunft schauen können. Das ist das Entscheidende, an dem arbeitet man.